Ja, willkommen zurück. Du erkennst hier, dass ich kein Oberteil angezogen habe. Einfach deshalb, weil ich im Radio gestern gehört habe, dass nun die ersten Schwimmbäder ihr Außenbereich geöffnet haben. Und so war kurz der Gedanke gekommen, ich könnte ja dorthin gehen und diese Aufnahme von dort tätigen. Allerdings habe ich dann auch erkannt, dass zwar die Idee gut wäre, doch, dann hätte ich solche Hilfsmaterialien und die dann noch zeigen würde, also nicht zeigen können. Einfach sobald was im Spiel ist und es da feucht ist, dann ist dieses wichtige, essentielle Material nicht mehr in diesem Zustand und das wäre etwas schade gewesen. Du erkennst hier grammatikalische Aspekte der deutschen Sprache, die hier zum Einsatz kommen. Und über etwas zu sprechen, was gar nicht da ist, nicht realistisch ist, da die Grammatik ja dafür existiert und sobald die bekannt ist, auch eingesetzt werden soll. Nun, idealerweise ist ja auch das Wetter dazu passend, um in der Landwirtschaft Kulturen anzupflanzen. Und da habe ich tatsächlich die Sachen nochmals etwas durchgeblättert, um die Jahreszeit. Wurde auch bei uns auf dem Betrieb erste Kultur angepflanzt und auch in der Gartenbaubranche. Und in der Regel ist es ja so, dass erst durch neues Wissen, das dazugelernt wurde, dann auch die Erkenntnis entstand, hey, so oder etwas Ähnliches habe ich ja schon mal gelesen, gehört, aber es ist nicht mehr ganz so in der Präsenz, Gegenwärtigkeit. Nun, hier bezieht sich es auf diese mathematischen Aspekte der Zähnepotenz. Es gibt da diese ja, Ordnung der Zahlen, jeweils mit einer Hochzahl im positiven Bereich, mit entsprechenden ausgeschriebenen Form. Und es gibt da die entsprechende Bezeichnung für diese Zahl. Und dann noch entsprechend eine weitere Ergänzung dazu. Sowie im positiven als auch im negativen Bereich. Nun, das war ja das Lernbuch in der Mathematik Algebra, welches im ER-Kurs verwendet wurde. Und darüber ist ja auch eine Prüfung zustande gekommen. Und das oder sehr ähnlich davon. Aber hier geht es auch um ein Buch, welches da in der Erstausbildung gehabt habe. Um die Pflanzen. Da kennst du die Thematik von der Morphologie. Das sind einfach die Grundorgane der Pflanzen, um das zu erlernen zu können. Einiges hier sehr schön dargestellt und anschaust. Nun, muss da etwas vorgehen, weil das ist nicht mehr im nächsten Zustand. Da gibt es entsprechende interessante botanische Aspekte dazu, die da dienen, um botanisch zu lernen. Und ich zeige dir hier jetzt. Was Arsen hat, ist sehr anspruchsvoll. Die Blüte selbst, der Aufbau, die Zelle an sich selbst, welche da zugrunde liegen, der Inneraufbau, der Wurzelbaum, die Physiologie und hier die Sonnenenergie. Das ist ja aktuell der Fall durch die Wärmeeinstrahlung, dass da die Sonne dann auch nicht nur für uns Menschen einfach schön ist, es ist warm, können die ja, Möglichkeit des Badens im Außenbereich nutzen und ähnliches. Auch die Pflanzenwelt hier die entsprechende Form dazu, welche hier als Grundlage dient, um zur Kenntnis zu nehmen. Auch entsprechend eine mathematische Formel, die auch sehr wichtig ist können. Dann folgt hier die photosynthetisches Licht, welches hier dann auch eine eigene Messgröße in sich trägt. Also hier kennst du sehr schön mit der Bezeichnung LX, Lux und der Luxmeter, um dieses festzuhalten. Und hier bezüglich der Zahlenstrahl, hier geht es um die Einstrahlung der Sonne und die durch ein sogenanntes Prisma dann in die Spektralfarben aufgeteilt werden, in die Grundfarben, die entsprechend aufgeführt sind. Das ist hier Orange, Gelb, Grün, Blau, Violett und das ist hier symbolisch noch abgebildet. Das eine ist einfach die Textform zu lesen und das andere ist das Ganze bildlich zu haben zu können, um das Ganze etwas anschaulicher verstehen, visualisieren zu können, um es etwas besser zu verstehen. Und hier
sind auch diese Hochtonercamper, also diese sind hoch, hier die negative, bisschen auf der gegenüberliegenden Seite sind hoch die positive 2. Das ist das Grundverständnis dafür und das ist viel, viel anschaulicher, um die Zahlenverhältnisse zu verstehen. Und dann folgt natürlich auch die Gegenseite, die Affirmation, die Dissonation, die aufgeführt ist, gegenüber das, was ich eben gezeigt habe, mit dem trockenen Materie, wo es einfach nur um reine Tabelle geht und diese Zuordnung, dass diese verständlich sind. Diese Sachen sind im Chart hier enthalten, in meinem ursprünglichen Gärtnerordner. Und hier sind in der Tat die wesentlichen Formeln auch aufgeführt, die ihr mittlerweile durch diesen AR-Kurs auf etwas andere Art und Weise nochmals kennengelernt habt, etwas ausführlicher. Es geht ja um die erweiterte Allgemeinbildung. Und ja, da die entsprechende Thematik dazu mit diesem Dreieck. Hier, was noch nicht ersichtlich ist bezüglich, was in der Mathematik jetzt der Fall ist, mit den geometrischen Aspekten, den Winkeln, die hier noch zu ankommen, die entsprechenden Bereiche mit dem Innenwinkelgesetz und auch dem Außenwinkelgesetz, was hier so noch nicht im Thema war. Da ging es einfach lediglich um diese Flächenberechnung, weil es geht ja hierbei um die Verwendung und Ausbringung des Düngers. Da brauchte es noch nicht die Kenntnisse, die ja in der Mathematik zugrunde liegt, zu folgen. Da gibt es in der Landwirtschaft einen sogenannten Fellkalender. Und symbolisch sehr schön, dass es um die Ernte geht. Das ist das, was angestrebt wird. Alles daran zu setzen, dass sobald die Kultur ausgesät wurde, auch zum richtigen Zeitpunkt mit den entsprechenden Pflegemaßnahmen geerntet werden kann und dass die Kühe damit gefüttert werden können, um dann diesen landwirtschaftlichen Zweck, diesen Nutzen, die Bevölkerung ernähren zu können. Und das ist die Grundlage dafür. Und in der Tat gibt es da viele Nebeneffekte, diejenigen nicht von der Landwirtschaft kommen, etwas nachdenklich machen. Zum Beispiel die entsprechende, schmeckt das wie toll. Natürlich gibt es da ja, Sachen, die einfach in der Luft kommen. Dennoch gehören sie das dazu. Schau einfach, geh mal auf zu einer Autobahn und in die Nähe, da schmeckt es auch ziemlich gut. Hier gibt es die Vegetationszyklus von einer Kultur, die jetzt angesät wurde, bezüglich der Kartoffeln. Und hier ist einfach, wann ist der ideale Zeitpunkt, um diese Kultur dann auch ausbringen zu können, also zu setzen zu können. Ist idealerweise jetzt. Kommt etwas auf den Standort an und auf die Bodenverhältnisse, dass es auch passt, aber grundsätzlich ist ziemlich jetzt der ideale Punkt und dann wird es entsprechend ausgesät und da lässt sich das schön ablesen, zu welchem Zeitpunkt die Pflegemaßnahme ideal wäre, um dann in dieser Woche, in dieser Zeitpunkt, dieser Phase dann auch geändert werden kann und ja, die Bevölkerung damit versorgen zu können. Und natürlich auch der McDonald's, der ist darauf angewiesen, dass er ihre Pommes frites machen kann. Ja, und da gibt es noch viele andere Kulturen, die aufgeführt sind. Und in Tat ist die Voraussetzung dafür jeweils, dass es um eine Parzelle geht. Verfügt der Landwirtschaftsbetrieb, dort wo er ist, über die geeignete Fläche für die entsprechenden Kulturen, die existieren, um diese dann auch aussehen zu können und pflanzen zu können. Das ist einfach in der Tat auf die Landwirtschaft bezogen. Doch es geht auch für die Normalbevölkerung, die mit der Landwirtschaft beruflich nichts zu tun haben. Da auch der Arbeitsort, der Arbeitsplatz, darum geht, etwas zu erschaffen, neu zu erstellen. Das ist ursprünglich ja nur einfach ein Büchlein gewesen und mit den entsprechenden richtigen Bezeichnungen und Angaben, was alles da auf einen Blick ersichtlich ist,
wurde daraus aus diesen leeren Blättern dann tatsächlich ein nutzbares Handwerk und kann da entsprechend gearbeitet werden. Hier die entsprechende Normkultur oder entsprechende Düngemenge, da gibt es eine Düngungsberechnungsgrundlage, um das ausbringen zu können. Also alles Fachwissen, welches erforderlich ist, um das dann da so zu nutzen zu können. Hier folgen dann auch die entsprechenden Kirschen. Die müssen nicht gepflanzt werden, sondern die sind ja schon bestehen. Dort entwickeln sich einfach die entsprechenden Äste, Zweige, Knospen. Mit den entsprechenden Pflegemaßnahmen, Einflüsse kann das Ganze gefördert werden. Das ist so ein wesentlicher Unterschiedsmerkmal hier zur Kenntnis zu nehmen. Und ja, dann gibt es noch diese Ordnung, zu welchem Zeitpunkt, welcher Zustand optimalerweise das geändert wird. Genau, das wollte ich dir so mitteilen. Und Völker besteht immer die Möglichkeit, eigene Notizen zu machen, also die eigenen Erfahrungen aufzuschreiben. Und das ist ja der Zweck der Sache, Erfahrungen zu sammeln. In der Regel geht es in erster Linie um die Prüfungssituation zumeist, die ja demnächst ja folgt. Und sobald die Prüfungssituation abgeschlossen ist, dann wusste ich ja als Kandidat, hey, das ist das, was dieses Jahr gefordert wird, obwohl es dann noch vieles weitere an Wissen existiert, Informationen, die allerdings zu diesem Zeitpunkt nicht bei der Prüfung abgefragt wird, auch teilweise aus zeitlichen Gründen. Und dieses Wissen existiert zwar und es besteht einfach die Gefahr, dass dieses Wissen irgendwann mal einfach, weil es hier nicht abgefragt wurde und später, weil sie einfach an dem Ort, wo ja wir beruflich tätig sind, gar nicht mehr die gleiche Relevanz haben, wie sie ursprünglich mal während der Ausbildung gehabt hatten. Auch wieder grammatikalischer Aspekt. Und demzufolge ist es wichtig, vorausgesetzt, ich will mein Gehirn trainieren, um dieses gelernte Wissen, wofür ich mal Zeit investiert habe, und ob es noch überhaupt ein Thema ist für die Berufspraxis. Und das nicht einfach zu sagen, das ist Standard und das ist einfach externes oder spezialisiertes Wissen. Nein, das gehört zur Grundausbildung des Berufsausbildungsstands dazu. Doch in manchen Fällen ist es nicht immer wieder nötig, es in der Berufspraxis einzusetzen zu müssen, zu sollen. Und sobald es darum geht, sein Gehirn etwas besser zu trainieren, dann will man ja Bezug zu haben, was kann ich lernen, und dann ist es hilfreich, solch ein Buch zu haben, dieses oder ein anderes, und darauf dann auch immer wieder Bezug nehmen zu können. Das ist ein sehr dickes Buch hier, da hat es sehr viele Informationen drinnen, und die Prüfung basiert auf dieses Buch hier und auch ergänzende Arbeitsblätter, und müsste ich heute das einfach eine Prüfung schreiben, ich wäre nicht imstande, ich habe einige Prüfungsblätter durchgeblättert, die Fachbegriffe, die dort erwähnt werden, wo ich damals wusste und auch Punktzahl erreicht habe, die könnte ich im heutigen Zeitpunkt gar nicht mehr beantworten. Ich müsste wieder in eine sogenannte Vorbereitungsphase reingehen und dann wäre ich vermutlich wieder in der Lage, weil ich hatte ja nie immer alles gewusst. Ich hatte immer eine gewisse Lücke, indem ich da gewisse Dinge einfach nur teilweise gewusst habe und so knapp, dass es so viele Punkte gab, dass es gereicht hatte. Und das fehlende Wissen, es ist weg. Und es kommt neues Wissen zu, die Moderne. Es gibt da in der Tat in der Zeitung einen Bericht, welcher diese Woche herausgekommen ist, dass Berufsaktivitäten, Tätigkeiten, die in 10 Jahren aktuell sein werden, aktuell gar noch nicht existieren. Also es wird, also unglaublich, diese Artikel, dass es eine Tätigkeiten geben wird, die aktuell gar noch nicht existieren. Somit ist das ja auch etwas Neues. Damit
Als ich 2005 abgeschlossen habe, gab es das ja auch noch nicht so, dass ich es irgendwie anwenden konnte. Also das sind externe Faktoren, die habe ich dazugelernt und lerne sie heute so anzuwenden, dass es aus meiner Sicht irgendwie Sinn machen könnte. Das ist natürlich letztendlich für dich auch die Frage, ist es sinnvoll? Nutze die Kommentarfunktion und lass es mich wissen, da ja. Das ja, in Essen geht es ja für mich um da die Erinnerungsphase zu verlängern, aber dich ist sicher lernreich, womit ich mich da so beschäftige, was aktuell ist, da jetzt auch gerade die Eierlese stattfindet. Heute das Schwimmbad ist jetzt eröffnet für den Ausbreich und ja, also lass es mich wissen, geh nach draußen und nutze die Kommentarfunktion.